So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Beim Ramses ist heute Wandertag. Dann guckt euch mal an, wo wir stehen. Weit und breit, Prärie, gähnende Leere, Felder, Wege, blauer Himmel, Sonne, Elektrozaun haben wir auch am Start. Denn da oben sehe ich Pferde. Wir müssen jetzt den Weg hier hoch entlang und nach dort laufen. Denn bei mir ist jetzt Freitag, es ist kurz nach 11 und es ist wieder Raid-Boss-Wechsel. Lavados ist weg. Wir haben gestern Abend nochmal Raids für Zuschauer gemacht mit Lavados. Die Jalga kommt jetzt in die Raids. Ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ich kann mich nicht so richtig freuen, weil ich habe ja meinen Account nicht. Und wenn ich den hätte, ich habe ja schon meinen 100% Level 50er, die Jalga. Für euch ist das natürlich aber eine fette Sache. Wer noch ein Gutes braucht, wer noch ein Shiny braucht, wer noch Bonbons braucht, kann da gerne zuschlagen. So, da geht ein Weg lang, da geht ein Weg hoch. Wir müssen jetzt da hoch Richtung Bismarckturm, denn die Arena ist der Rastplatz am Bismarckturm. Das ist ein steiniger Weg, aber wir gehen den für euch, denn ich liebe es, würde Hannes sagen. Ich liebe den Community Raid. Wir watscheln jetzt mal da hoch und zeigen euch dann mal den Bismarckturm. Den müsstet ihr eigentlich schon kennen. Oder das Pferd da hinten. So, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da stehen auf jeden Fall zwei Pferde. Eins links, eins rechts. Und wenn ihr da vorguckt, oh, da seht ihr schon den Bismarckturm. Und da laufen wir jetzt hin. Nicht nur, dass ich Asthma habe und fettleibig bin. Diese verstopfte Nase und diese Erkältung gibt mir zusätzlich noch den Rest. So, wir sind jetzt eigentlich oben angekommen. Und wir müssen den trotzdem einfach immer noch mal zeigen, den Bismarckturm. Es gibt immer wieder neue Leute auf dem Kanal, die den nicht kennen. Hier ist eine Treppe, da kannst du reingehen, kannst innen drin bis hoch gehen, bis zur Spitze. Ansonsten sieht er eigentlich nett aus. Gibt ja irgendwie in ganz Deutschland 50, 54 Türme oder so davon, die überall verteilt sind. Ihr habt da nochmal die Seite, ne? Das ist der Bismarckturm. Und hier ist der Rastplatz, in dem wir jetzt sitzen. Gefolgt hier mit diesem Wegweiser, der auch richtig genial aussieht, finde ich. Da steht einfach alles dran, alles hölzern. Ihr habt den Mülleimer, einen Baum, alles super. Hier liegen jetzt die Handys. Hier möchte ich mich jetzt herpflanzen. Und euch gleich mal sagen, wen wir alles einladen werden. So, ich habe wieder einen Post gemacht im Community-Tab auf YouTube. Wenn man da drauf geht, bei dem Kanal. Einfach nochmal hier drücken. So müsstet ihr das sehen, wenn ihr auf den Kanal geht. Und hier oben sind die verschiedenen Rubriken. Und bei Community, im Community-Tab, wird immer der 5er Raid gepostet. Beim Raid-Boss-Wechsel, also ich versuche immer am ersten Tag beim Raid-Boss-Wechsel den ersten, der ab 11 Uhr aufgeht, zu posten. 11.26 Uhr jetzt die Jalga Community Raid. Wen haben wir, wen nehmen wir mit? Wer hat sich eingetragen? Müssen wir auf Neueste zuerst. Dann haben wir Blood and Tears, Clemens, CST, Schnitzelmann, Aluhut Junior, Henry Nicky auf dem einen Account und auf dem anderen Black Sea Affe, Genaya, Trainer Sir Ups, Urinalbecken und Pogehander. Der Rest hat es leider nicht geschafft oder war zu spät. Und ich habe auch gleichzeitig noch gepostet, natürlich hier die Konda-Übersicht für die Jalga. Ist natürlich ein Drache gepaart mit Stahl. Das heißt, ihr nutzt Kampf, ihr nutzt Boden. Vielleicht könntet ihr auch Feuer nutzen, aber das halt nicht so krass. Also am besten natürlich Kampf und Boden. Hier steht Lucario ganz vorne dran, Meistergriff. Ansonsten habt ihr Demeteros, Groudon oder auch hier Stalobor. Ich werde einfach mal gucken, was es mir vorschlägt, wer damit spielen. 23,07 ist der 100er Wert, 28,84 ist der 100er Wert mit Wetterboost. Und kann natürlich shiny sein, ist ja schon länger draußen. Ich gucke jetzt mal, wer alles angenommen hat.
Ich habe nämlich eben gesehen, dass noch welche gefehlt haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier passt alles, auf dem anderen fehlt noch einer. Von den ersten 5 fehlt einer. So, der Raid ist jetzt aufgegangen. Ich habe mal kurz nachgeguckt, wer fehlt. Momentan würde Schnitzelmann 007 fehlen von den ersten 5. Vielleicht nimmt er jetzt noch an, fix. Ich gehe jetzt einfach mal... Ja, komm, ich gehe jetzt öffentlich rein. Ich denke mal, hier oben ist eh keiner, hier oben wird keiner weiter mitmachen. Ich gehe einfach öffentlich jetzt rein in den Raid. Werde die Leute einladen und hoffe, dass keine Fremden dazukommen. Ihr habt jetzt hier den Super Sahni-Account, mit dem ich jetzt gerade spiele. Pokerhunter, Plexi-Affe, Trainer, The Ups, Urinalbecken, Genaya, Aluhu Junior, Clemens, Schnitzelmann, Blood and Tears und Henry Nicky. Er hat es also noch geschafft. Er ist in der letzten Minute, als ich auf die Arena bin, hat er noch angenommen. So kann er jetzt auch eingeladen werden. Das passt also. Das heißt, ich kann auch niemanden mehr einladen. Sonst, wenn ich meinen Hauptaccount hatte, habe ich ja gesehen, okay, ich habe 10 geaddet, nur 8 Leute haben angenommen. Ich habe noch 2 Plätze frei und habe dann mit dem Hauptaccount in der Mitte einfach noch 2 dazugenommen. Brauche ich jetzt nicht, geht jetzt nicht. Wir haben hier Sumpex drin als Boden, ist okay. Wir haben Knackrack mit Boden, wir haben Groudon mit Boden, wir haben Demeteros mit Boden, Stalobor mit Boden. Auf den anderen hier sehe ich noch Rihonyor. Rihonyor, Knackrack, hier ist Machomai dabei und Rizaros. Müsste ich vielleicht mal entwickeln. Hier ist Gengar dabei und Skelabra. Wahrscheinlich hat er nichts anderes. Skelabra, Feuer. Okay. Wir sind 12 Mann. Wir müssten 13 sein eigentlich, wenn alles passt. Weil ich habe ja 3 und habe 10 eingeladen. Jetzt sind wir 13. Jetzt müssten alle drin sein. Können wir mal gucken. Pokerhunter, Trainer, so Abs, Blattentiers, Plexi-Affe, Aluhut, Schnitzelmann, Urinalbecken, Clemens, fertig. Hat wer einen Fünfer bei sich in der Nähe? Ja, da empfehle ich natürlich die Raid-Gruppe, Link in der Beschreibung, für die Leute, die immer andere Leute suchen, die einen Raid haben. Wer einen Raid hat und Mitstreiter sucht, postet euren Raid doch einfach in die Raid-Gruppe. Und wer einen Raid sucht und nicht weiß, ob jemand gerade einen Raid hat, dann guckt auch einfach mal in die Raid-Gruppe. Vielleicht hat ja da einer einen reingepostet. Das Beste, was ihr machen könnt, nutzt einen Treffpunkt, wo ihr euch alle verabreden könnt. Dazu gibt es zum Beispiel die Raid-Gruppe. Ansonsten machen wir ja regelmäßig Raids für Zuschauer. Die nächsten Raids für Zuschauer mit Dialga sind dann am Sonntag, weil ich am Samstag nicht da bin. Wer also noch keinen Dialga gemacht hat und da noch den Pokédex-Eintrag braucht, wer wirklich gar niemanden hat und auch nicht in der Raid-Gruppe ist und auch nicht reinkommt und nicht rein möchte, der kann trotzdem auch bei YouTube mit uns raiden. Ansonsten seht ihr, dass das hier eigentlich ganz locker flockig vonstatten geht. In 30 Sekunden ist er schon unter der Hälfte, also das ist keine große Nummer. Und die Dialga lässt sich, glaube ich, im Gegensatz zu Lavados auch richtig gut fangen. Der fliegt nämlich nicht. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der bleibt eigentlich immer in der Mitte sitzen. Der greift öfters an, aber müsste auch einen richtig guten Kreis haben. Das sehen wir gleich. Jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen. 23,07 glaube ich. 23,07 und 28,84 oder so. Wir sind mal gespannt. Wir haben 3 Versuche, weil wir 3 Accounts hier haben. Ist ein Shiny dabei? Ist ein Gutes dabei? Ist sonst was dabei? Wir haben 22, 32, 22, 65, 22 irgendwas anderes. Also die sind auf jeden Fall schlecht. Das lassen wir mal durchlaufen. Die anderen drücke ich fix durch. 49 Sekunden für den Raid. Ah, hier muss ich was wegschmeißen. Der Beutel ist nämlich voll. Also da ist kein Shiny, da auch nicht. Schnitzelmann, letzter Angriff. Henry, Niki, Stylish, Genaya, Kampfstark, Blattentier, Starläufer, Reichlich Freunde, Ramses, Raid, Mania. Wir drücken mal drauf. Und gucken mal bei 20 Bällen, ob wir vielleicht ein Shiny haben oder was anderes. Guck mal, wie der da einfach steht. Experte. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist er? Da ist er. Kann man so werfen? Ich habe noch nie so geworfen. Hui. Gut, so weg ist er. Haben wir da einfach weggeschossen? Ja, wir machen mal den AR-Modus aus, weil das sieht so komisch aus. Werfen natürlich so. Ihr seht, guckt euch den Riesenkreis an.
Der Kreis ist so groß immer noch und es trifft einfach fabelhaft. Den brauchen wir auch jetzt nicht mehr verstellen. Verstellt jetzt bloß den Kreis nicht mehr, der passt schon so wie es ist. Ihr wartet einfach, bis er angreift. Nicht wahllos draufwerfen, wenn ihr gerade wenn ihr nicht viele Bälle habt, werft einfach, wenn er angreift, so wie jetzt. Dann kann er nichts machen. Der kann dann nicht einfach nochmal hüpfen, weil er ist ja gerade schon in Bewegung. Er kann auch nicht ausweichen, er kann nicht abwehren. Jetzt wieder zack drauf, einfach fabelhaft, also weiß ich nicht. Auf den freue ich mich auf jeden Fall in der Raid Mania. Nicht so wie bei Lavados, da habe ich Tode geschwitzt. Aber gut, da habe ich auch mit einem Android gespielt. Jetzt habe ich hier das iPhone. Da läuft das eh alles flüssiger ab. Das fühlt sich besser an, auch beim Werfen, muss ich immer wieder sagen. Props ans iPhone, auch wenn ich damit nicht streamen darf oder nicht streamen kann, ist das trotzdem flüssig, super gut für Pokémon geeignet. So, der war jetzt daneben, der war nicht einfach fabelhaft, aber wir haben ja noch ein paar Bälle. Ungefähr so. Nebenbei hätte man die anderen auch mal fangen können. Wir konzentrieren uns jetzt aber komplett auf den und jetzt ist er auch drin. Das sieht gut aus. Da kann ich schon mal mein Stäbchen hier rausnehmen. Euch zusammen machen. Mal aufstehen. Erster Fang des Tages. Mal bewerten. 13, 13 und 12. So. Das war eigentlich der Community Raid. Wie sieht's bei euch aus? Gerade bei den Leuten auch, die jetzt mitgemacht haben. Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr vielleicht ein Shiny bekommen? Was sind eure Ziele? Werdet ihr Dialga raiden? Habt ihr schon ein gutes? Braucht ihr noch ein zweites? Lasst ihr es langsam angehen, weil ihr mit dem durch seid. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten schönes Wochenende. Viel Spaß und denkt dran. Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 20 Uhr, kommt eine Premiere aus München, vom München-Vlog, was wir letztes Wochenende erlebt haben. Und wäre cool, wenn da ein paar Leute dabei sind, weil Premiere ist wieder mit Chat. Können wir gleichzeitig reingucken und schreiben und machen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.